Ich übernehme den. Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Die Frage ist gut. Viel Zeit dabei. Deine Uhr läuft. Was müsste ich tun, um ein vollwertiger Outlaw zu werden? Was müsstest du? Habe ich dir nicht gerade gesagt, oh, was Mann. Du tun sollst? Wenn du mich beeindrucken willst, hier, das ist wohl. Dann beweg deinen Arsch und erledige den verdammten Job. Boah. Gemütlich hat das hier. Ach, das ist wahrscheinlich hier der Wissenschaftler. Gehe ich mal von aus. Wo geht's runter zu ihm? Die Truhe kriegen wir nicht auf. Schade. Werkbank. Lagermeister. Tag. Lass dir ja nicht einfallen, etwas aus dem Lager zu klauen. Ich brauche bessere Ausrüstung. Und wer sich dort vergreift, bekommt meine Waffe zu fressen. Alles klar? Ich brauche eine bessere Rüstung. Das überrascht mich nicht. Das Zeug, was du da anhast, schützt ja nicht einmal vor einem Fliegen. Ach, wirklich? Schiss. Merk dir einfach, je fetter die Rüstung, desto fetter der Einsatz, den du dafür erbracht haben musst. Wie gut sind eure Rüstungen? Ey, die Dinger sind echte Handarbeit. 1A-Qualität. Gut, mit einer Läuferrüstung sollte man nicht lachend in einen Granatenhagel rennen, aber das versteht sich wohl von selbst. Glaub aber ja nicht, dass jeder die Penner geht. Die Rüstung eines Vollstreckers ausgehändigt bekommt. Moment. Wer Gott, ist das dunkel hier unten. Will, muss verdammt viele Ärsche lecken. Warte mal. Aha, besser. Kettenschwert. Oh Gott. Moment. Zeig mir deine Waren. Hm. Ja. Yay. Oh, Schrottschild. Kann ich auch nicht benutzen. Meine, was kann ich denn benutzen? Schrottsammlerhut. Nee, wegen einem Punkt. Okay. Fackel wäre gut. Ich hoffe mal, wir sind hier richtig. Ich meine, er sagte runter. Gott, ist das dunkel. Hallo? Jemand zu Hause? Elmar. Konrad. Nun. Was zum Teufel? Und was hast du verbrochen, weswegen sie dich hier unten verknackt haben? Du denkst, ich bin ein Gefangener? Jeder hier ist ein Gefangener. Entweder weil er dazu gezwungen wird oder weil er nicht weiß, wohin er sonst gehen soll. Die Frage ist eher, bist du eine von den Zecken da oben oder nicht? Ich bin mein eigener Herr. Ja, das ist das ein. Denken Sie alle noch am Anfang. Das ist ein Kleriker, egal, oder? Was willst du vom alten Konrad? Wirkt jedenfalls wie einer. Oder ist das ein Alb? Nee. Für einen Alb sieht er mehr nach, sehr nach Mensch aus. Was machst du hier unten? Was genau machst du hier unten?
Der Duke lässt mich an seiner Höllenmaschine werken. Er will, dass ich eine Bombe für ihn baue. Eine wirklich große Bombe, wenn du verstehst. Also haben wir doch den richtigen gefunden. Ja, so ist das. Eigentlich bin ich Wissenschaftler, kein Mechaniker, aber... Der Duke will etwas Großes in die Luft jagen? Hey, frag mich doch bloß nicht nach den Plänen dieses Irren. Das ist nicht gesund. Was schätzt du denn? Ich denke, er wird versuchen, damit Völkermord zu beginnen. Tja. Er will eine Stadt vernichten? Ist die Frage, ob wir dem helfen sollten. Ein ganzes Land, wenn du mich ein bisschen fragst. Wie Megaton in Fallout. Bums. Welches Land will der Duke vernichten? Tja, der König der Wüste hat so einige Gegenspieler. Such dir eins aus. Das Eisland? Das Land der Berserker? Tja, wenn du wüsstest, wer ihm am meisten auf die Nerven geht, dann hättest du deine Antwort. Hast du denn überhaupt schon mal mit ihm gesprochen? Naja, nun, tja, so ein bisschen, dann ne? Weißt du ja, wovon ich rede, was? Wie geht die Arbeit an der großen Bombe voran? Hey, der Big Bang ist fast fertig. Aber eben nur fast. In dieser Rumpelkammer hier fehlt es an... Ach, eigentlich an allem. Das ist auch der Grund, warum ich immer noch nicht fertig bin mit diesem Scheißding. Also, du siehst ja, ich hab zu tun. Was ist deine Geschichte? Oh, eine sehr kurze. Die Zecken da oben überfielen einen Außenposten von uns Klerikern in Ignadon. Und ich war zur falschen besser Zeit so als tot. Am falschen Ort. Also teilweise. Ich konnte dann meine blöde Fresse nicht halten und bums, sitze ich hier unten in der Tinte. Schon mal an Ausbruch gedacht? Was? Was? Hast du mal raus in die Wüste geguckt? Da hat er so eine Schutz. Idee. Und ganz allein würde ich dort keine 24 Stunden überleben. Also vergiss es. Der Duke sagt, ich soll dir beim Bau des Big Bangs helfen. Was denn? Echt jetzt? Du armes Schwein. Tja, ich sag ja, hier sind wir alle gefangen. Die eine oder andere Weise. Laufquests. Okay, juhu. Dann musst du mir gleich mal ein paar Sachen besorgen, damit ich ja endlich vorankomme. Was brauchst du? Also, zuallererst benötige ich einen inversen Phaseninduktor. Und natürlich einen proprietären Edwards-Kondensator. Und wenn du schon mal dabei bist, hol mir noch eine konzentrische Kreuzankerspule. Sonst noch was? Bestimmt, aber fangen wir erstmal mit den wichtigsten an. Es wäre gut für uns beide, wenn du dich beeilst. Also, der Duke wird langsam abgesehen von dem Zeug, was er haben will, verlangt er jetzt noch Passierschein A38 oder... Und du denkst, du kriegst das Ding dahin? Hör mal, das Teil wird der Hammer, sag ich dir. Wart's mal ab, wenn du den Big Bang in Aktion siehst. Da wirst du Telleraugen kriegen, glaub mir. Wo finde ich den ganzen Krempel, den du brauchst? Lass mal überlegen. Großartig. Super Hilfe. Keine Ahnung. Das muss ich ja auch nicht. Es ist ja jetzt dein Job, nicht wahr? Hör auf, mich zu verarschen, oder ich polier dir die Fresse. Hey, ist ja schon gut. Entspann dich wieder, ja? Okay, okay. Lass mich mal überlegen. Das ganze Zeug ist technischer Kram, den es auch schon vor dem großen Knall gab. Die Wüste ist voll von alten Maschinen, in denen diese Dinger verbaut gewesen sind. Such also in den Ruinen der alten Welt hier in der Wüste nach alten Maschinen. Aber pass dabei auf das ganze Insektoidenpack auf.
Die scharen sich vornehmlich um alte Maschinen. Keine Ahnung, ob die das ausgelaufene Schmieröl saufen, oder? Du glaubst wirklich, ich helfe einem Irren wie dir, eine große Bombe zu bauen? Ach, komm schon. Lass uns das Ding doch erstmal zum Laufen bringen. Was wir dann damit anstellen, sehen wir dann, wenn es fertig ist. Nur keine Panik. Ich spreng das Ding schon nicht einfach so. Vertrau mir, okay? Okay. Was war das denn gerade? Das ist ein Argument. Also mach schon. Als wenn Airport hochgegangen wäre. Besorg mir den Kram, den ich brauche, sonst steigt uns der Duke aufs Dach. Bin kein Outlaw. Was willst du von mir? Noch nicht. Ich kann euch Outlaws auf den Tod nicht ab. Erst haltet ihr mich hier gefangen und dann lasst ihr mich hier verschimmeln. Ich gehöre nicht zu den Outlaws. Outlaws, Berserker, Alps, ihr seid doch alle das gleiche Pack. Ungläubige Ketzer, die das Licht Kalans nicht erblickt haben. Und jetzt sprich, was willst du von mir? Wieso verschwindest du nicht von hier? Vergiss es. Versuch bloß nicht, mich hier rauszuhauen. Die haben mich verdrahtet. Was meinst du damit? Sie haben mir einen Sprengsatz implantiert. Wenn ich mich weiter als ein paar hundert Meter vom Fort entferne, war es das mit mir. Bei der schrottigen Technik hier habe ich sowieso schon Angst, dass das Ding einfach von alleine zündet. Arme Sau. Das werde ich bestimmt nicht provozieren. Anleitung. Meine einzige Hoffnung ist, dass die Outlaws mich irgendwann gehen lassen. Wenn das so ist. Oh Gott. Was zum Teufel? Haufen Bekloppter, ey. Speichern mal zwischendurch. Ich wollte den Teleporter aktivieren und naja, wo sind wir gelandet? Südklippen. Alter Windpark. Kuppelruinen. Ich gehe mal davon aus. Wow. Das sieht nach Tretmine aus. Ich wollte sagen, ich gehe mal davon aus, dass es hier von Viechern nur so wimmelt. Behaupte ich jetzt mal einfach. Aber ich versuche mal, die Teleporterpunkte noch mitzunehmen. Betonung liegt auf Versuch. Oh Gott. Oh, guck mal. Die sahen das wohl ähnlich und du Scheiße. Oh. Oh. Lass den Scheiß da unten. Bekloppten Viecher. Ich meine, die räumen uns jetzt den Sprengstoff da unten weg.
Scheiße. Boah. So. Mann, Mann, Mann. Ja. Wir gucken mal, ob wir zu den Südklippen kommen, ja. Freund oder Feind? Freund. Würde ich behaupten. Scrappy. Hast du vielleicht was zu fressen? Ja, warum nicht? Ich habe heute noch nichts finden können. Wäre schön, wenn du eine Dose für mich hättest. Hier. Danke, mein Freund. Das werde ich dir nicht vergessen. Was willst du denn vom alten Scrappy? Wovon ernährst du dich hier? Na, rate mal, Jungchen. Von dem Müll, den die feinen Herren oben im Fort hier runterschmeißen. Meistens lässt es sich davon ganz gut leben. Und wenn sich mal was Brauchbares findet, das man nicht essen kann, dann tausche ich es ein. Ich handle regelmäßig mit Ryder. Der lebt auch hier draußen. Da er Jäger ist, gibt es auch für mich ab und zu mal ein gutes Stück Fleisch auf den Teller. Da fällt mir ein, er bekommt noch etwas. Können wir machen. Von mir. Würdest du mir den Gefallen tun und Ryder für mich bezahlen? Ich gebe dir natürlich alles mit. Wer ist Ryder? Hab ich doch schon gesagt. Er ist ein Jäger, der hier draußen jagt. Ich handle mit ihm. Meistens weggeworfene Stims gegen Fleisch. Manchmal auch anderen Müll, den ich hier finde. Sag mal, ist das nicht der, den wir hierher begleitet haben? Falls du ihn suchst, du findest ihn südlich von hier. Er hat dort irgendwo sein Jagdrevier. Was bekomme ich für deinen Botengang zu Ryder? Ich hab nicht viel, was ich dir geben könnte. Jedenfalls keine Splitter. Na klar. Ich habe allerdings eine Menge Zeug aus dem Müll hier gesammelt. Wenn du das für mich tust, kannst du dir etwas aussuchen. Ich gehe für dich zu Ryder. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Ich bin froh für jeden Gang, den ich nicht machen muss. So eine Wanderung durch die Wüste ist nichts mehr für mich. Ja, nimm die Bezahlung okay. Für Ryder und bring mir mein Fleisch. Dann bekommst du deine Belohnung. So, wie weit ist das Ding weg? Ist da unten irgendwo. So die Richtung müsste das sein. Na, fast. Hier so rüber. Wir schauen mal, ob das so passt. Wir da heil ankommen. Und dann porten wir uns mal zurück ins Fort. Ich glaube, Ryder war der, der uns tatsächlich am Anfang, den wir so am Eingang zur Wüste Tavars getroffen haben. Was zum Teufel? Das erinnert mich gerade an das letzte Mal Dark Souls 2 jetzt, so was ich gespielt habe. Ich habe das jetzt nach... Ach du Scheiße. Ich habe das nach langem Rumliegen haben ausprobiert. So, tschüss. Und
Also ich hatte Dark Souls 1 ja gespielt, im Let's Play auch, hatte das vorher so ja, im Nachhinein bisschen gesuchtet. Das ist schon ewig her jetzt. Aber ich hatte dann so viel Dark Souls gespielt, dass ich keinen Bock mehr hatte. Und hab dann Teil 2 jetzt nach Ewigkeiten mal angefangen. Ich habe Teil 2 und 3 rumliegen, schon eine ganze Weile. Hatte es aber nicht angeguckt, weil, wie gesagt, keine Lust. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ja, ein bisschen gespielt habe jetzt, auch gerne, so zwischen den Let's Plays, so immer manchmal ein paar Minuten Zeit hatte. Und naja, dann dachte ich so, was ist das denn? Was fliegt denn da oben? Was hat das Ding in der Kralle oder so? Naja, plötzlich stand ein fetter Ritter vor mir. Ich dachte mir so, ich war schneller tot, als ich gucken konnte. Gab es hier nicht noch so eine Art Taverne oder sowas? Hat er nicht irgendwas so gesagt, dass man sich hier... Warte mal, speichern, bevor ich hier irgendwie